Hier wurde Leonidas begraben. Ich wünschte, ich hätte ihn gekannt. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Mein Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Herodotos. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause. Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Was ist nach der Schlacht mit Leonidas geschehen? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort,
wo er hingehört. In Sparta. Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut, aber auf Verrat folgt Verrat. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, das würde passieren. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation. Von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Ja, ich weiß es. Wisst ihr es auch? Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpeno? Er ist, wahr, Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie vor ihnen finden. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult? Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte meine Schwester sein. Deine Schwester? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert! Wem sagst du das? Aber keine Sorge! Der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde! Und einer davon kämpft wie Ares und scheißt Donner wie Zeus! Wir werden den Zorn der Götter über ihnen entfesseln! Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros. Dann halt nach Andros! Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen. Was meinst du? Tja, sie ist alt und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt. Und wir müssen dasselbe tun. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Okay, gut zu wissen. Jetzt müssen wir erstmal Piraten jagen. Ich wollte die ganze Zeit zuhören, was die sagen. Darum habe ich geschwiegen. Oh, da schau mal hin. Da gibt es ja viele Piraten. Jagen ein paar Piraten. Alter, du Penner. Wir werden gleich geraten!
Kämpfen! Schweine töten! Ja, Mädels, ihr seid ja Spitzenklasse hier. Alistair, stirbt doch nicht! Da ist ja nichts drin. Jetzt müssen wir das Zeug hier einsammeln. Wir haben 3 Minuten entdeckt. Gut. Dass wir noch nicht.
Wir werden alle Piraten vernichten. Ach, das sind noch mal welche, verdammt. Macht das Spaß, Piraten zu massakrieren? Gibt auch nichts Besseres. Ach gut, dann lasse ich mal das Schiff hier ein bisschen reparieren. Bereit machen zum Festmachen! So, meine Freunde, und hier beende ich diese Folge. Beim nächsten Mal gibt's was sehr Interessantes. Kann ich nur raten, schaut rein, es ist sehr interessant, es wird euch gefallen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Bleibt sauber, bleibt gesund. Und schaut auch gern bei meinen anderen Kollegen rein, die mir fleißig immer in den Kommentaren reinschreiben.
sind super Kanäle dabei. Kann ich euch empfehlen, schaut mal bei ihnen rein. Okay, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, euer Infected. Thank you.